So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scam. Ja, heute gucken wir mal, ich würde sagen, Torpedofabrik, ne? Dann looten wir heute mal komplett Torpedo. Müssten eigentlich auch genug Dietrich dabei haben. Ui. Gucken wir mal, ob wir da heute was Vernünftiges rauskriegen aus der Torpedo. Ui. So. Wir könnten aber auch gerade mal gucken, fällt mir ein, Airdrops in der Nähe. D0 wäre einer. Und D0. Ansonsten haben wir keinen. Nee, da ist auch keiner drin. Es ist tatsächlich nur der D0 Airdrop. Okay. Dann fahren wir erstmal. Vielleicht kommt ja jetzt gleich noch ein Airdrop. Was natürlich super gut wäre. So. Ja, wir haben es heute Montag, den 13.05. Es ist so 10 nach 11. Ich hoffe, dass das Video bis nachher komplett verarbeitet, gerendert und ja, in super Qualität dann bei euch ist. Ach so, genau. Hab scharf vergessen, so. Immer freundlich. Alle grüßen. Und wir fangen dann jetzt mal an. Also ich hoffe, dass jetzt in dem Moment keiner gerade auf dem Weg in die Torpedo ist. Das war... Obwohl, bevor wir Torpedo fahren, sollten wir vielleicht noch mal hier sag schnell Steinbruch fahren, weil wir haben nur noch den einen den einen Reparaturkasten. Ich weiß nicht, ob der reicht. Und ja, ich habe mir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das am Freitag geholt habe oder jetzt am Wochenende. Ich habe mir hier so einen Dachaufsatz gekauft. Der ist eigentlich ulkig, weil es passt so nichts rein, außer zwei Kisten. Aber ansonsten kann man da nichts einzeln reinschmeißen. Habe ich nämlich schon probiert. Und reparieren kann man ihn also auch nicht mit den Reparatursets. Ich habe den schon 2% kaputt gefahren und ich weiß nicht wie. Vielleicht, okay, weil ich mich einmal überschlagen habe oder so. Könnte vielleicht sein. Und ja, mein Auto sah aus wie, weiß nicht, komplett rot. Deshalb sollten wir vielleicht doch nochmal gucken, ob wir jetzt hier ein bisschen was an Reparatursets kriegen. Und ja, bei der Torpedofabrik würde ich sagen, gehen wir gleich mit zwei Rucksäcken rein und gucken, ob wir dann da mal vernünftige Sachen heute rauskriegen. Zum einen vielleicht Waffen, die wir behalten möchten, aber auch zum anderen Waffen, die ich auf jeden Fall verkaufen werde. Weil ich brauche keine 100 Waffen mehr, wie ich es früher immer gesammelt habe oder so. Ich werde jetzt von jeder Waffe irgendwie eine oder zwei safen und ja, der Rest wird verkauft. Und wenn ich halt merke, dass ich das Zeug auch nicht brauche, dann kommt das halt auch weg oder so, weil es ist mittlerweile echt anstrengend bei mir oder mit mir. Ich weiß das ja selber. Da ich immer den ganzen Müll sammle und alles dann auch horte, weil ich immer denke, ach ja, irgendwo kann man es bestimmt noch gebrauchen, kennen vielleicht viele von euch. Aber so ist das nun mal halt bei mir. Ne? Ich spiele das Spiel jetzt schon, ich glaube seit 02 müsste das sein. Und ich kenne halt hier so wirklich noch Geschichten, wo man wirklich alles brauchte, alles gelootet hat, weil man nie genau wusste, wann man das nächste tolle Zeug wieder kriegt oder ne, die Sachen, die fehlten einem dann immer und von daher bin ich irgendwie geprägt und ja, sammle irgendwie gefühlt immer alles. So, wir haben jetzt hier noch ein paar Werkzeug. Reparaturkisten meine ich natürlich jetzt hier. Geil, ein 20er sogar. Das ist hervorragend. So. Ja, und
Daher, wie gesagt, ist das bei mir halt wirklich noch drin von früher, dass ich wirklich alles sammle und alles behalte, so gefühlt wie ich schränke mich ja mittlerweile schon ein, da bin ich ja auch ganz ehrlich. Und ja, für Leute immer noch, die sich fragen oder wissen wollen, wo ich spiele, ich hänge zurzeit auf dem Server von Dreamy, ich hänge auf Showstopper und treibe da zurzeit mein Unwesen. Werde wahrscheinlich, wie gesagt, auch mit 1.0 wieder einen eigenen Server eröffnen. Da bin ich aber noch nicht so hundertprozentig sicher. Vielleicht werde ich mich aber auch mit jemandem zusammenschließen. Das ist auch noch nicht ganz sicher. Und ja, müssen wir mal gucken. Also es ist auf jeden Fall einiges geplant und ich bin auch schon überlegen, irgendwann wieder, wenn ich halt wirklich mehr Lust habe, wieder Scum zu zocken. Halt, wo bin ich denn jetzt hin? Ich muss doch. Könnten natürlich da lang fahren, wir können aber auch da lang fahren. Also wenn ich wieder mehr Bock habe zu zocken bei Scum oder so, dann werde ich auch auf jeden Fall wieder einen neuen Server machen. Das Problem ist halt bei mir, ganz ehrlich, da bin ich auch ehrlich drin. Ja, ich spiele zurzeit immer so Stunde, anderthalb pro Tag oder so, auch jetzt hier für die Videos. Es macht mir dann Spaß, aber ich merke so nach einer Stunde, anderthalb, ja, jetzt reicht es mir auch. Also so wie früher, dass ich da jetzt, weiß ich nicht, einen ganzen Tag suchten könnte oder sonstiges, ist zurzeit halt noch nicht gegeben, weil mir fehlt halt hier so ein bisschen auch der Endcontent. Also, ich habe jetzt natürlich schon wieder einiges zusammen. Ich habe mein Auto, ich habe meine Base ausgebaut, ich habe einiges an Zeug schon in der Base liegen. Und man merkt dann doch so langsam aber sicher, dass dann die Luft rausgeht. Und ja, dass der Endcontent halt hier wirklich in dem Game halt so ein bisschen fehlt, ne? Quests, NPCs oder sowas, die einen angreifen oder die man unterwegs bekämpfen kann. Hier bei Dreamy auf dem Server ist das Gute, man hat hier durch einen Bot ja, kann man hier auch Quests machen. Das bringt zwar ab und an ein bisschen Abwechslung, aber auf Dauer, ja, ist es dann auch halt nicht so das Wahre, ne? Aber es ist mal eine schicke Abwechslung, bin ich ganz ehrlich, und es macht dann auch Spaß. So, ich habe die Zone verlassen. Und ja, wie gesagt, ich möchte jetzt heute mit euch auf jeden Fall in die Naval Base. Ach Quatsch, nicht Naval Base, Torpedofabrik. Eigentlich wollte ich schon längst da sein, aber das hat irgendwie nicht hingehauen, weil ich gerade noch meine Base ausgebaut habe, also zumindest einmal aufgewertet habe. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt noch stundenlang hier durch die Gegend fahre und dann da ankomme, nehme ich euch einfach mit auf die Fahrt. So, das ist nochmal gut gegangen hier auf der Brücke. Also ich habe das letzte Mal, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, habe ich ja da ein Auto gerammt und das Auto war ja nicht halb kaputt, aber es hatte schon einen Viertelschaden oder so. Das war schon ganz, ganz heftig. Torpedofabrik, ich komme, dauert nur einen Moment. Ja, man unterschätzt hier manchmal echt die Weite, ne? Wie weit es wirklich ist bis zur Torpedofabrik. Man denkt sich auch, ja, fährst du mal kurz hin.
Ja, kurz ist... also wir sind jetzt schon 10 Minuten unterwegs. Gut, wir haben jetzt gerade auch im Steinbruch angehalten. Um ein bisschen Reparaturzeug zu sammeln. Dann können wir gleich eigentlich abkürzen. Wieder hier querfeldein hinten an dem... wo es dann links in die Stadt geht. Au. Naja, gut. Wir sind aber nicht so dolle reingeprescht, dass es jetzt... Ja, 2% Schaden. Da waren jetzt übrigens schon wieder Wild-Zombies. Also Zombies, die hier in der Wildnis gespawnt sind. Ich liebe es. Scheiße. Aua, dieses blöde Vieh. Es hat mich verarscht. Es hat sich genau vor dem Baum gerettet und ich fahre auch noch gegen den Baum. Das war clever. So, toll. C1 ist der nächste Airdrop und D0 da oben. Okay. Nee, das sind jetzt... Da will ich jetzt nicht hin. Die sind mir jetzt gerade definitiv zu weit weg. Achso, ich weiß gar nicht, hatten wir... Außer Lucy ist keiner da. Keine Ahnung, ob die Lucy auch wirklich weiblich ist oder männlich. Aber das ist ja immer wieder... Wow. So. Einmal hier durch und dann... Na, ich habe schon wieder irgendwie, glaube ich, falsch... Obwohl, ne, müsste richtig sein. Wir müssten hier auf jeden Fall richtig sein. So, hier müsste jetzt gleich, wenn mich nicht alles täuscht, oh Gott... Da Steine kommen, aber das meinte ich nicht. Hier ist die Straße. So. Wir könnten im Übrigen da vorne nochmal an der Tanke gucken. Was wir da nochmal voll tanken, obwohl, das könnten wir auch am Rückweg machen, oder? Weil wir sind ja mehr wie halb voll, also von daher müssen wir jetzt nicht unbedingt tanken. Also, gucken. Wo auch immer die jetzt... den Springer haben auftauchen lassen. Keine Ahnung, wir fahren einfach weiter. Ich hab da keine Lust zu. Nicht, dass mir der Springer gleich um die Ohren fliegt oder so. Ja, ja, ich sage auch, das Spawnen der Viecher mittlerweile in den Büschen finde ich halt ja so ein bisschen ja, komisch, spooky. Weil du weißt, wenn du irgendwo Zombies hörst oder sonstiges, dass die irgendwo in den Büschen sind.
Das ist halt auch immer so eine Sache, ne? Ich würde die natürlich liebend gerne eher sehen, wo ich zum Beispiel dann auch langlaufen kann oder nicht oder so. So. Uiuiui, nein, 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 das wäre es noch. Oh, aua, scheiße. Da irgendwie reinrutschen und dann gerade, wenn der Mac... Ah, geht doch weg. Ich wollte gerade mal gucken. Da steht ein Leica. Den könnte man eventuell... Geh weg, habe ich gesagt. Mal da rausholen, aber... Das Problem ist, ich glaube, der hatte gar keinen Sitz. So, warte, guck mal hier. Hier sind wir genau richtig. So. Wir fangen jetzt erstmal hier an. Wir gehen hier in den, wie nannten das damals noch die Leute auf meinem Server, Pussy-Eingang. Ist mir aber egal, weil. So. Das hat nichts mit Pussy zu tun. Das ist ja einfach nur clever, dass man hier von hier außen rangeht und. Dann schon mal das Zeug hier mitnimmt, ne? Ja, brauchen wir nicht. So. Oh. So, das Teil. Das brauchen wir nicht. Geht auch nicht. Dann verschlossen. Ja, gut. Einmal bitte hier zerlegen. Dankeschön. So, Nummer 1. Die sollten wir auch schon wieder aufnehmen. Das können wir wegschmeißen. Die können wir mal mitnehmen zum Verkloppen wieder. So. Wow. Eine M1891. Eine Mosin. Die nehmen wir natürlich mit. Warte, warte, warte. Das Teil dahin. Das da runter, das passt. Mosin nehmen wir mit. Oh geil. Eine kugelsichere Weste. Hm? Wieder eine M249 oder so. Das ist doch... Ah Mann, ey, das ist zum Mäusemelken. Aber ja, die nehmen wir auch erstmal mit. In die Hände nehmen. So. Alles natürlich zum Verkaufen hier. So. Nein. Den Spritkanister brauche ich gerade auch nicht mehr wirklich. Ärmelloses Tarnhemd. Ja komm, das nehmen wir mal mit. Ich glaube, die Farbe habe ich noch nie gehabt. Nehmen wir sie mal mit. Das ist geil. So. Hopp. So. Das ist gut. Geilen Zahlenschloss nehmen wir auch mit. Da liegt im Übrigen so ein Feuerwehrhelm. Den nehme ich jetzt nicht mit. So. Das Teil. Ah, nein. Das Teil. Hä? Nein. Ich will den nicht die ganze Zeit im Anschlag halten. So. Ok.
Okay, hier ist nicht wirklich viel drin, was ich ein bisschen schade finde, aber okay. Dann machen wir uns hier raus. Wir können mal kurz hier nachgucken. Okay. Hier ist noch eins und hier lang. Aber hier ist eh nichts drin meistens, deshalb. Gut, dann jetzt hier wieder raus. Hier sind wir fertig. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier oben schon mal die Kiste raus. Die ist nämlich verkaufen. Da kommt das rein. Das. Das. Das natürlich auch. So. Ja. Ah, guck, hier ist die nächste Verkauf. So, gut. Der Ding schmeißen wir wieder hier rein. Dann holen wir den hier raus. Natürlich. Schmeißen den Loot da rein. Loot da rein. Das Ding hoch. Das dahin. Das da. Wir hätten da übrigens gleich noch einen Kaffee. Wir könnten gerade mal, fällt mir so ein, weil so viel ich weiß, ist nämlich hier die nicht mehr wirklich voll. Ja, sag ich ja, weil habe ich nämlich beim letzten Mal ein bisschen was mit rumgeballert. Okay, ist voll. A dry, das Ding da rein. Ah, wunderbar. So. Dann, halt. Ich möchte gerne die Lootkiste noch einpacken. So. Fahren wir weiter. Ja, ich sage aber eigentlich, was ich so noch sagen wollte, bringt das Tarnen eigentlich von den Autos nichts, ne? Weil, wenn ihr die Autos tarnt und versteckt euch so in den Büschen und habt dann so einen Dachgepäckträger drauf, wird das Auto trotzdem gesehen. Ich finde es halt, ja, es ist ein bisschen albern. Es ist halt, aber das wollte ich halt nochmal zeigen, damit ihr da, ne, euch nicht wundert beim nächsten Mal. Aber es sieht wirklich, nein, falsche Truhe. Ah, wo haben wir denn? Ach Quatsch, hier ist sie doch drin. Da ist meine Rucksacktruhe. So, dann hätte ich gern das Ding da oben rein. So, das Ding dahin und dann halt. Gehen wir jetzt los. 6 Verbände, 10 Verbände, ja, müsste reichen. Ich habe Pistole dabei, ich habe Pfeil und Bogen dabei. Ich habe meinen Tang Dao dabei. Ich weiß nicht, warum ich immer Kang Dao sagen will, aber es ist okay. Ja, dann gehen wir jetzt halt gucken. Feuerwerke, das ist... Ich wollte gerade sagen, der heult ja schon wieder die ganze Zeit rum, dass ihm ziemlich warm ist. Wir sollten die Feuerwehrjacke hier lassen. Ich weiß halt nur noch nicht. Obwohl, wenn ich mir das so angucke, ne? Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir das jetzt so angucke, bin ich eh ziemlich doof. Fällt mir gerade so auf. Meine Schrotze steht da drin. Und ich überlege mir gerade tatsächlich, wo ich meine Schrotzenmunition hinpacke, was natürlich nicht so wirklich clever ist. Weil wenn ich keine Schrotze mitnehme, muss ich auch keine Munition mitnehmen. Das dahin, das dahin. Die Seife würde ich sagen, können wir auch mal hier lassen. Nein, die Melone nichts. Melone mitnehmen. Das, okay. Das dahin, das können wir auch mal hier lassen. So, ich habe hier noch mehr Schrotzenmunition. Die bitte da, das da, warte, das da runter, das dahin, können wir das da reinschmeißen. Alles trinken. Die Milch trinken wir jetzt so. Da haben wir noch mehr Schrotzenmunition. Ich liebe es. Alter Falter, echt. Dab. Du komm, trink mal das Zeug was schneller.
Ich würde auch tatsächlich das gerne rausschmeißen. Das können wir rausschmeißen. Natürlich jetzt so, ja, gucken, dass wir halt vieles hier lassen, was wir nicht unbedingt brauchen. Ne? Doch, das haben wir. Hier, genau, hier ist schon wieder Schrotzenmunition eingepackt. Die brauche ich auch nicht. Pistolenmunition nehmen wir auf jeden Fall mit. Die können wir gebrauchen. Falls wir da hinten ein bisschen rumballern müssen. So, ich denke, das müsste jetzt reichen und das haut jetzt hoffentlich auch so hin. So. Ein Auto steht hier nicht. Nein. Ich hatte. Halt. Hüpp. Nur hopp. 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 Nö. Echt jetzt? Wie ich das hasse. Ja, es piept schon irgendwo. Alter Falter, ne, das ist... Ich hasse es. Das Problem ist tatsächlich immer, wo ist das Vieh gerade, ne? Ich würde sagen, wir gehen hier raus. Wir gehen dann doch drüben rum. Das ist mir hier gerade. Das sind aber, glaube ich, auch zwei, oder? Ich wollte gerade sagen, ich habe den Springer gesehen. So. Blödes Vieh. So. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Eins, zwei, drei. Ich finde es eh geil, dass der blöde Ringer da oben wartet, ne? Und ich sage, wären wir oben weitergegangen, wären wir wahrscheinlich tot gewesen. Dann wäre er wahrscheinlich gerade so um die Ecke gehüpft und ich finde es schon mal ganz gut, dass wir dann uns doch für hier draußen entschieden haben. So, das Teil. Das Teil. Ja. Ich weiß nicht, war hier schon irgendwer? Das sieht alles so leer aus. Und das ist gut. Warte mal, wir haben das, aber brauche ich jetzt unbedingt die Stichschutzwetzte. Genau. Die Stichschutzwetzte, die brauchen wir nicht. Wir machen hier weiter. Dann gehen wir hier unten kurz rein. Oben ist ja eh nichts Interessantes. Das brauchen wir nicht unbedingt jetzt zu looten. El Nagel haben wir da. So, und dann auf jeden Fall hier lang. Das hier.
Nee. Da ist nichts. Da ist nichts. Du bleibst, wo auch immer du bist. Natürlich muss der... Oh, Nägel. Ich finde das Ding ulkig. So. Dann nehmen wir das mit. Natürlich bin ich nur hier wegen Nägel. Deshalb... das ist wieder... egal. Nicht... Oh, geil. Armbrustbolzen. Lampe. Nein, man kann sich natürlich jetzt, könnte man sich darüber aufregen, dass man hier jetzt nur 45er M16 Klappvisier. Oh Gott. Ja, nehmen wir mal mit. Notfalls schmeißen wir es gleich weg, wenn wir keinen Platz mehr haben. Obwohl, wir haben ja noch den kompletten anderen Rucksack. Deshalb, oh Gott, 9mm. Auch wenn es Leuchtspur ist, ist mir egal. So, das lassen wir hier. Oh Gott, die können wir mal aufziehen. Die Nachtsicht, ja. Die Nachtsichtgerät. Natürlich das Nachtsichtgerät. Nehmen wir mal mit. Können wir verkaufen, bringt immer, ich weiß nicht, irgendwie, was war das, zwischen 600 und 1000 Scandaler oder so. Bin mir da jetzt noch nicht mehr so 100% sicher. Aber ja, es bringt Geld und das ist die Hauptsache. Ja, ich sage ja, und vor allen Dingen, wir könnten jetzt natürlich viel schneller und einfacher Geld machen, indem wir jetzt einfach hier über die Map fahren, andere Autos wieder suchen, zusammenbasteln und verkaufen. Nur ganz ehrlich, das wird auf die Dauer auch langweilig, wenn ich ehrlich bin, ne? Also ich möchte natürlich auch mal andere Sachen looten und nicht immer nur Autos suchen und ach, da waren wir schon, ja. Das ganze Gedöns dann da. So. Was ich auf jeden Fall beim nächsten Mal gerne nochmal probieren möchte, wenn ich wieder eine Schlüsselkarte für einen neuen Bunker in irgendeinem Airdrop finde. Ich möchte nochmal gerne einen der neuen Bunker probieren. Aber eigentlich müsste ich dafür mein Schleichen noch ein bisschen hochskillen, weil ich denke mir mal beim letzten Mal, dass das so gefällt hat. Ich weiß gar nicht, wart ihr dabei? Hab ich das angehabt? Habe ich das im Video gemacht? Aber beim letzten Mal ist das voll in die Hose gegangen. Ich habe mir aber auch mal so angeguckt. Der Stealth, ich habe Anfänger mit 57%. Ich glaube, das war das Problem, warum die Viecher mich alle so schnell ewig gehört haben. Oh Gott. Den Dingsschläger, also komm, das ist mir jetzt egal, dann müssen wir das jetzt halt so in die, in die Hände nehmen, genau. Dann müssen wir das Teil halt so nehmen. Ich glaube, das war der Grund, warum das schief gegangen ist. Ich bin mir aber nicht sicher, das müssen wir dann halt beim nächsten Mal ausprobieren. Ich muss gucken, dass ich dann irgendwie jetzt vielleicht mal so ein bisschen stealt, also schleichen und sowas, hinkriege. Gut. Das würde dann wahrscheinlich auch einen Vorteil bringen. So. Das ist nichts. Das ist nichts. Das. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so wieder richtig sehe, können wir gleich eh wieder. Ah, der Dreamy ist gerade da. So, können wir wahrscheinlich eh wieder... ich kann gerade nicht Moin schreiben. Nein. Ich habe immer so ein bisschen Angst beim Schreiben in die Luft zu fliegen. Wow.
So. So, ich muss mal. Wo sind der jetzt hin? Gut. In die Hände nehmen. Nee, was aber jetzt auch wieder blöd ist, weil dann. Ach, das ist doch. Ah. So. Ich weiß nicht, wo die. So, schnell hoch. Einfach hoch, einfach, einfach hoch. Oh. So, der steht da. Das ist sehr schön. Ich hoffe, dass. Hier, jetzt. Ah, toll. Dafür ist der jetzt hier. Ja. Ist ja YouTube. So, in die Hände nehmen. Oh Gott, ey. Es ist aber gerade viel los hier an Zombies, ne? Das ist. Ich finde das gemein. Warum? Bleibt alle einfach weg. Lasst mich in Ruhe. Seid lieb. Lasst die kleinen armen Falli in Ruhe. Und wir werden die besten Freunde. So. Ah. Alter. Ich weiß nicht, wo es piept und warum. Ich möchte jetzt aber erstmal hier hoch. So. Ich möchte dann jetzt den hier und. Alter. Ey, was soll denn der Scheiß? Ich hasse das, ne? Jedes Mal dieses. Mann. Wo ist das blöde Vieh jetzt wieder? Es ist wieder so ein Scheiß, ne? Dass der herumpiept, dann wieder verstummt. Da ist er, okay. Keine Ahnung, warum es jetzt hier urplötzlich wieder einen Hordenalarm gab. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand ist. Kann natürlich sein. Oh. Auch geil. Eine. Leer, das ist wieder. Ich hasse es, ne? So. Und vor allen Dingen das Schlimme ist ja tatsächlich hier oben. Du weißt ja nie, was hier gerade Sache ist, wo gerade der blöde Beeper ist, ob der gerade hier rumläuft, da rumläuft oder da ist. Zerlegen. Verschlossen? Hä? Nein, ernsthaft? Oh, Scheiße. Warum mache ich sowas? Warum? Mann, oh. Gut. Ich sah Aschekarte. Warte. Da, der piepert jetzt auch nicht mehr. In die Hände nehmen. Kann ich hier bitte irgendwo schnell einen Schraubendreher finden? Oh Mann. Es ist so Blödsinn hier. Jetzt habe ich. Ich habe einen 40er Schraubendreher im Auto und habe vergessen, den mitzunehmen. Und das merke gerade, dass es nicht reicht. Das ist. Das kann auch nur mir passieren.
Gut, also wieder zurück. Wir haben wieder... Ich wollte gerade sagen Bolzenschneider, aber wir haben weder ein Brecheisen, noch haben wir jetzt Schraubendreher dabei. Wir müssen zurück. Typisch Fally-Manier. Oh Gott. Okay, wir gehen jetzt ganz langsam bitte und leise. Weil wir möchten die ja von da drüben irgendwo erschießen, wenn das funktioniert. Natürlich auch mit Pfeil und Bogen. Ja, das ist schön. So. Och nein, ernsthaft. Sag mal. So, in die Hände nehmen. Ich habe keine Ahnung. Weil ich möchte jetzt auch nicht da irgendwie runterspringen und... das wäre nämlich auch wieder Blödsinn. Der eine Zombie ist natürlich schon wieder hier. Der andere... Ja, genau. Och, ernsthaft. Das kann doch nicht sein. So, ganz ehrlich, warte, wir machen jetzt... Wir kriechen jetzt rüber. So, ganz leise. Und also die Hose sieht auch komisch aus, wenn ich mir das so angucke im Schritt. Ne, das sieht voll merkwürdig aus. Also die Hosen hatten ich schon mal besser hinbekommen. So. Wo ist das da? Ich würde auch tatsächlich gerne den Rucksack hier mal kurz ablegen. So, dann kurz hinstellen. Alter, echt jetzt? Das ist doch nicht wahr, oder? Es kann jetzt nicht euer Ernst sein. Euer fucking blöder Ernst hier. Oh, ey. Genau, so kommen wir natürlich durch. Echt jetzt? Es ist schon wieder ganz blöd. Das ist doch echt... Ja, also es ist halt merkwürdig in so vielen Sachen. Mal funktioniert es, dann kommst du da so super ruckzuck durch. Wie jetzt gerade siehst du dann, das funktioniert doch nicht, weil man kommt nicht durch und das ist doch... So, warte. Ich möchte jetzt das Ding erstmal... Oh, hier bitte hinlegen. Ja, das ist die nächste Sache, die mich hier immer ein bisschen stört. So. Echt jetzt. So, den haben wir jetzt auch mit drei Dingern. Wir nehmen jetzt einfach das Vieh hier in Kauf, so in die Hände nehmen. Scheiße. Genau, wir nehmen das Ding jetzt einfach mal in Kauf und hallo? Schon ist da noch ein Zombie mehr. Ich würde gerne und so, ne? Ach Mann, ey. Also das ist echt wieder... Es ist wieder echt der Hammer hier. So, der ist weg. Auf die Schnelle mal darüber. Hoffen, dass wir den jetzt weggeknipst kriegen.
So, hervorragend. Das Ding bitte wieder in die Hände nehmen. Jetzt gehen wir wieder runter. Einmal dabei sein, einmal mitfahren, einmal dabei sein. Letzte Chance vorbei. So, wir brauchen immer noch... Ach, Scheißendrick. Wir brauchen einen Schraubendreher. Und da, wenn ich das richtig sehe, liegt ein Baseballschläger. So, wir haben auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen was. Da ist nichts. Aber auf jeden Fall noch ein Pfeil von mir. Der will anscheinend trinken oder sowas, wenn ich... Ach Quatsch, nicht trinken, pullern. Das kommt vom zu vielen Trinken, wollte ich eigentlich vermutlich sagen. Oh, okay. Den da brauchen wir noch. Wo ist er? Natürlich nicht mehr da, aber Gott sei Dank meine drei Pfeile. Das ist sehr schön. Dann kann ich einfach mal... Hier liegen auch schon wieder drei Pfeile von mir. Aha, okay. Ich weiß nur nicht warum. Ich sag ja, wie es ist. So. Das Teil hier mitnehmen. So. Ah. Na, ich sage, hier ist ein Baseballschläger, den habe ich ja schon gesehen. Noch eine Schutzweste, oh Gott. Dann das. Das. Ein Bier, natürlich. Ich trinke immer ein Bier beim... Bier. Kein Bier vor vier, das wollte man natürlich nicht so. Das Teil, ich brauche doch nur einen Schraubendreher, bitte. Einen vernünftigen, halbwegs. So. Vielleicht haben wir ja Glück, aber so wie es aussieht, nein. Ist nicht. Ist nicht. Ist auch nicht. Aber zumindest Magazin. So, das ist Nummer 1. Oh, ein goldenes Schloss. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da bin ich sehr zufrieden mit. Noch ein Magazin, was wir nicht brauchen. Das ist echt schade. Wir müssen jetzt echt nochmal komplett zum Auto. Och nö, haben wir schon so spät. Das ist doch scheiße. Ich wollte gerade sagen, wir müssen nochmal komplett zurück zum Auto. Und jetzt erzählt mir der Bot was von 5 Minuten. Ne, boah. Es ist blöd, ich will keine 5 Minuten. Ich möchte einen Schraubendreher. Ich möchte eigentlich oben sein. Ach scheiße, ey. So. Schnell weiter. Ja, dann. Einmal raus. Können wir nicht genauso schnell wieder rein? Das wäre doch auch mal optimal. Was wollte er denn jetzt? Hallo, der muss... Oh, 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 der muss pipi. Ich glaube, dem platzt gleich die Ballase. 110%. Ja, 4 Minuten. Hm, Bestellung. So, schnell da. Puller, puller machen. Es ist immer ulkig. Der hält sogar jetzt beim Pinkeln den Rucksack in der Hand. Ich weiß nur noch nicht. Ups, wo? Da war der Fleischwurst. So, so. Ich wollte. Was wollte ich denn? So, warte. Das Zeug auf jeden Fall jetzt erstmal hier hin. Das geht in Loot. 308er Schalldämpfer, weil ich pack das Ding mal darüber. Ich weiß das noch nicht. Das kann rüber. Das kann auch rüber. Das können wir rüber.
Das geht in den Loot, das geht in den Loot. Ich nehme mal die Bolzen auch mit in den Loot, dann schmeißen wir das hier rüber. Die untere war verkauft, na jawohl, die untere war verkauft. Dann geht das in den Verkauf, das geht in den Verkauf, das geht auch in den Verkauf, der geht in den Verkauf. Das Zeug schmeißen wir mal hier hoch. Achso, das Ding sollte doch auch in den Verkauf, genau. So, dann kurz, ganz kurz, warte, die Rucksack hier, nein, nicht dit, der Rucksack, so, das Ding hier ausrüsten, dann Verkauf, das Ding rein, die auch, das darüber, ach Quatsch, öffnen, ausrüsten, das Ding bitte da rein. So, auch gut. Wo ist mein Schraubendreher? Da, 40 Einheiten. Genau den wollte ich haben. So, dann können wir jetzt im Übrigen das trinken. Trinken. Den 40er da rein. So, 2 Minuten. Oh Gott, schnell zurück. Wir beeilen uns jetzt einfach und sind dann vielleicht... Ach du Scheiße. Gleich wieder direkt da oben rein. Ich will das nicht. Ich wollte gerade sagen, am besten piept das jetzt. Wir laufen dann direkt auf so einen Pieper zu mit Schwert in der Hand und kloppen mal eben drauf oder so. Ah. Das wäre auch frech gewesen. So, jetzt schnell hoch, 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 hoch. Ich will. Hui, hui, hui. So. Und jetzt ploppt Server weg und wir stürzen dann gleich runter und sind tot. Das, oh Gott, würde ich das feiern. Ja, eigentlich nicht, aber. So, Server Start in einer Minute. Restart. In eine Minute. So, dann sollten wir vielleicht. Bleiben wir hier, bleiben wir nicht hier, bleiben wir. Oh, ich weiß nicht, wo ich hin will. Warte, wir versuchen es nochmal ganz schnell. Hoch da. Ich möchte da auf das Zwischendach da oben da so. Da. So, genau. In der Hoffnung, dass da gleich kein Pieper ist. So, schnell, hopp. Wunderbar, so hinlegen. Hier bleiben wir jetzt. Hier warten wir jetzt den Restart ab. Ich mache natürlich Pause so lange, bis der Server wieder da ist. Und dann geht es auf jeden Fall von hier aus gleich weiter. Und dann müssen wir halt, ja, gleich nochmal gucken, dass wir dann da das Zeug ein bisschen besser hinkriegen und nicht so mistig wie gerade eben. Gut, ich gehe schon mal in die Pause. Server dürfte jetzt gleich down gehen und dann sehen wir uns gleich in 2-3 Minütchen wieder. Bis gleich. Na, wie wunderschön das hier schon wieder ist, ne? Man lockt sich ein und hat direkt wieder den Pieper-Sound. Das ist... Oh, Es müsste jetzt für mich nicht sein. Ernsthaft nicht. Da. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Der kriegt einen Kopfschuss. Okay, die 3 hatte ich schon. Schloss knacken.
Ich habe so das Gefühl, dass der Server gerade richtig nachhängt. Aber verdammt richtig. Das ist echt Wahnsinn jetzt gerade. In die Hände nehmen. Noch eine, okay. Ja, wir könnten natürlich auch die komischen Helme jetzt hier verkaufen. Ich ja gefühlt eh nie anziehen. Ernsthaft. Damit können wir dann jetzt bald auch einen Laden aufmachen. Eine MP5 SD, okay, das Ding kommt auf jeden Fall. Das kommt hier mit hin. Ich würde das Ding tatsächlich sogar ausrüsten wollen. Warte, das Ding muss dafür aber erstmal raus, weil das muss ja da. Reparatur. So. Dann können wir das Ding zur Not noch dahin mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, wie verschlossen. Es ist gerade echt, weiß nicht, anstrengend. Das jetzt war, mein Gott. So. So eine komische Weste wieder. Ja, die bringen natürlich auch ein bisschen Geld, aber echt jetzt. Das hier ist ein VSS und ein AS Wall. Etage gerade oder was? Das ist okay. Hallo. In die Hände nehmen. So, dann würde ich sagen, einen hoffe ich natürlich, dass wir hier gleich lebend rauskommen. Wenn das so hakt und leckt. Ja, der wird uns wahrscheinlich gleich sehen. Ich wollte gerade sagen aufdecken, aber nein, sehen natürlich. Oder auch nicht. Ist schon mal ganz gut. Könnten natürlich, oh, ey. Ein Schrott, okay. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt schon ein paar Mal überlegt. Wir looten ja immer noch das Ding und das da hinten und alles andere lassen wir eigentlich immer aus. Im Prinzip könnte man das ganze Zeug auch wirklich dann immer von der anderen Seite machen, ne? Dass man jetzt hier zurückläuft.
rüber fährt und dann hier von drüben da reingeht. Ich glaube auch nicht, dass das einfacher ist oder schwerer ist wie von hier. Da wir hätten ein paar Erbschen. Oh, wo ist das Ding? Ich glaube tatsächlich, das können wir jetzt auch so machen. Zweimal, dreimal, hier ist nichts. Wir könnten natürlich auch da lang jetzt zurück, aber nein. Wir laufen hier lang. So, wir haben natürlich Glück, dass es hier nicht piept. Das könnte natürlich auch sein. Deshalb. So. Ja, ich habe ja gesagt, es ist ziemlich merkwürdig, was da jetzt gerade so an Klamotten rauskam. Das können wir komplett mal alles hier hochschmeißen. Den Loot so. Das kurz ins Auto schmeißen, den dann ausrüsten. Der geht in den Verkauf, der geht in den Verkauf. Das geht eigentlich alles in den Verkauf, was fällt mir gerade so auf. So, dann haben wir die Verkaufskiste wieder hier rüber. Wir rüsten den hier kurz aus, nehmen den kurz hier rein. Halt. Mir fällt gerade noch was auf. Das ist die Verkaufskiste. Wir hatten ein Nachtsichtgerät auf, was wir gar nicht haben wollten. Als ein gefundenes ist. So. Also ich zeige euch jetzt meines Erachtens nach den leichteren Weg, als hier einmal komplett durchzulaufen. Weil hier die ganzen Gebäude, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir noch nie gelootet. Bin ich ganz ehrlich, sollten wir vielleicht beim nächsten Mal auch in Angriff nehmen. Und mal wirklich alles zu looten. Komm, ich stell mal mein Auto hier rein. Ist ja nicht so, dass er trotzdem gesehen wird. So, schließen. Voll gut getan, nämlich ja nicht. Dann, wie gesagt, hier steht eine Schubkarre. Warum steht hier eine Schubkarre? Das einzige Problem ist halt, man muss hier ein bisschen aufpassen. Da oben kommt man ja leider nicht mehr durch. Man muss hier so ein bisschen sich drum rumwursteln. Jetzt bitte ganz langsam. Ich habe nämlich keinen Bock auf 10 Millionen Sprengzombies und Tod und so. Ich hab mich schon reinfallen sehen. Ach du Scheiße, ja. Und das ist genau das, was ich meine. Du hast urplötzlich 10 Millionen Zombies hier, ey.
Ich sehe hier aber auch keinen, ne? Ach doch, da oben. Alter. Sechs Schuss. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hier lacht noch einer. Ist der auch noch da oben oder wo ist der Sack? Ach, das ist da echt nicht normal, oder? Alter, echt jetzt? Ey, da habe ich jetzt aber echt Glück gehabt, dass das blöde Vieh hier an mir vorbeigehüpft ist. Was ist jetzt mit dem hier? Nun komm, da kommen noch zwei. Alter Falter, ey. Pack die Wand an. So, was ist das? C1, C1, C1. Das ist mir jetzt egal, die werden schnell hier jetzt so gemacht. Da habe ich jetzt irgendwie... Mann, 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 ey. Das ist aber auch ein Blödsinn, wenn ich ehrlich bin, ne? Dann machen wir das auch noch schnell. Ach, ist schon weg, okay. Also jetzt gerade hatten wir tatsächlich Glück bei dem Springer, der hier rauskam und an uns vorbeigehüpft ist. Ich habe schon gedacht, in dem Moment, wo der an uns vorbeihüpfte, sprengt er sich in die Luft und wir fallen tot von der Leiter. Das habe ich schon kommen sehen. Aber nein, wir hatten Glück. So, dann bitte jetzt hier. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt ist wieder alles schön ruhig. Das ist schön. So. Ja, ich sage, seit dem neuen Update mit der Horde und haben die das Ding hier total merkwürdig gemacht. Ich sage, wäre es damals noch bei uns oder bei mir mit auf dem Discord, ach nicht auf dem Discord, auf dem Server gesehen hat. So. Oder besser gesagt im Stream mit gesehen hat. Es ist ganz merkwürdig gewesen, was da so abgelaufen ist. Also wir hatten hier plötzlich Horden von Zombies immer wieder neu gespawnt und auch Springer und was weiß ich nicht alles. Das war echt nicht mehr schön. So, hier hätten wir Messer, das können wir auch verkaufen. Sehr schön. Und das Geile war ja, während wir hier die alle bekämpft hatten und dann endlich tot waren, kam dann irgendwie ein Hordenschrei und das war dann der Startpunkt oder der Startschuss für die nächsten Wellen, die hier kamen. Wir haben ja hier manchmal mit 3, 4 Mann festgesessen und weiß ich nicht, wie oft da in die
Menge geballert und geguckt, dass wir die Zombies dann irgendwie ins Wasser gelockt haben, weil wir dann irgendwann keine Pfeile mehr hatten oder keine Munition oder sonst was. Also das ist ein bisschen, ja, makaber geworden. Oh, eine M16, wunderbar. Da müssen wir jetzt doch gleich... Oh, hallo. Ah, Falli ist zu blöd zum Schlösser knacken. Hey, was war das? So. Bessere Dietrich erhalten länger. Ja, die mussten ja nicht besser halten. Der wollte, oh Gott, der wollte halt nur nicht vernünftig da rüber gehen. So, warte, das und das. Auch mal auch das direkt da rein. So, verschlossen. Ja, ich weiß, ich muss noch einen Dietrich bauen. Tipp. Das soll übrigens auch darüber verkauft werden. So. Oh, geil, noch eine MK18. Können wir direkt beide verkaufen. Nein, eine verkaufen. Nicht beide, eine. So. Das Teil dahin, das Teil dahin, das da runter. So, dann nehmen wir das doch. Ach, komm, das kann ich. Nehme mal eine mit, eine Blendgranate in die Hände nehmen, um zu gucken, was die denn so bringt. Ach ja, das Problem ist ja, wir hatten ja hier immer noch. Die blöden Viecher unten, ne? Ah. So. Mal gucken, ob wir die hier irgendwie wegkriegen. Wir bleiben mal leise. In der Hoffnung. Ja, super. Hat mich schon wieder jemand gehört? So ein blödes Vieh, du. Wollte gerade noch sagen, in der Hoffnung, dass wir uns leise hier wegschleichen können, aber nein, da muss natürlich direkt schon wieder einer reagieren. Wo ist er denn? Hm? Ah, da ist der denn da hochgekommen? Weiß ich mal, ob mein Freund, ich weiß nicht, wie du dich da hochgecheatet hast. Ich finde das gerade aber scheiße. Aber okay. Dann müssen wir das mal so machen hier. Und den kleinen Mann hier bekämpfen. So. Ich glaube, jetzt ist Ruhe. Dann. Alter! Drohne! Nicht machen Sachen. So, ganz ehrlich, wir schleichen uns jetzt ganz, ganz, ganz langsam hier weg, darüber und von da aus dann da rein und weg. In der Hoffnung, nicht gesehen zu werden. Ja, komm, leise. So, das Ding nochmal. Oh, geil. Obwohl, warte mal, das können wir doch direkt hier so bei mir mit reinpacken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Wir haben tierisch Glück. So, weiter hier. Da ist nix. Hier ist Gott sei Dank alles leer. Also ich meine an Viechern. Das ist... ich nehme es mal mit. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Geldmäßig natürlich. Die brauchen wir. Das kann darüber. So, das Teil bitte. Ach, eine Haarklammer. Ja, natürlich. So. So. So, und ne, die Weste bringt, glaube ich, nichts. Das ist aber auch egal. Ein Kugelschreiber natürlich. Den könnte man mitnehmen. Machen wir Millionen mit. Ne, aber der war, glaube ich, für irgendwelche Zünderbomben. Ich weiß es gar nicht mehr. Das, aber das Problem ist, es ist irgendwas taktischer Pullover. Mhm. Um den taktischen nehmen wir mal so mit. Also ich weiß, es war irgendwas zum Basteln. Ich glaube vom Springsatzbombe, keine Ahnung was. Auf jeden Fall irgendwas, was ich nie brauchte. Deshalb habe ich das auch nie mitgenommen. So.
Ich gucke hier durch. Jupp, da rein. Das Teil da. Das Teil da. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir da drüben noch irgendwie... Ich habe so ein bisschen Bammel, bin ich ganz ehrlich. Weil da drüben auch immer Springer drin waren. Und bei meinem Glück löse ich da gleich irgendwas aus und... die lassen wir hier. Das lassen wir auch hier. Ich nehme die nicht mit. Die Schrotze, die... Oh, nee. Ist mir zu groß für in die Rucksäcke. Das nehmen wir noch mit. So. Das Teil haben wir. Dann hier, da müssen wir jetzt... Das... Okay, das können wir mitnehmen. Dann, die hat man, glaube ich, nicht. Ne? Nein, war noch nicht. Das Problem ist, wir müssen ja hier auf jeden Fall gleich wieder lang, weil wir müssen da oben hin und dann da raus. In der Hoffnung, dass dann kein neuer Springer-Zombie da ist oder so. Ich würde tatsächlich sagen, der passt da schon nicht mehr rein. Dann nehmen wir den da mit. Ist aber blöd, wenn drüben schon alles voll ist. Dann kriege ich ja doch nicht alles mit, oder so. So. Maske lassen wir hier. Das Ding packen wir dahin. Bolzen. Ja, super. Bolzen. Was will ich mit Bolzen? Ich brauche Pfeile. Ich habe keine Armbrust. Scheiße. Aber ich habe auch noch gar keine Armbrust gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt vielleicht noch. So, hier noch. Da noch. Dann haben wir das Ding jetzt hier auch fertig. Den Thunfisch nehmen wir auf jeden Fall so mit. Das Ding. Aha. Könnt ihr nicht einfach mal... So. In die Hände nehmen. Er wollte unbedingt mir an die Wäsche, der Sack. Das ist, so. Was war das? Hier liegt doch auch noch was, oder? Er hat einen Schalldämpfer, genau. Hier rüber. Ich weiß noch nicht, warum da so ein Schalldämpfer liegt. Ist das normal, oder? Bevor wir jetzt gleich rübergehen, müssen wir erstmal gucken, ob sich das überhaupt noch lohnt, weiterzugehen. Nicht, dass wir schon Gruppe voll sind und drüben ärgern wir uns gleich und beißen uns in den Arsch, weil wir halt, das ist ein ASSF, geil. Das ist eins von denen, die ich brauche. Vielleicht sollte ich das eine, was ich vorhin so in den Verkauf gepackt habe, auch mal nachgucken. Vielleicht war das auch ein HSSF oder ein HSF. Und ich habe es für ein Block 21 Magazin gehalten, weil ich finde, die ähneln sich ein bisschen. So. Nicht viel, aber ach, apropos, ähneln dahin, Inventar öffnen. Wir könnten natürlich, warte mal, das so machen, ne? Dann machen wir das erstmal so. Das Teil hier unten hin, das da hin, das dann da rein. Könnten es auch so machen, ja. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was für Waffen. Wir gehen rüber. Rüber, nicht hoch. In der Hoffnung, dass wir da gleich noch was Schickes finden. Und ich hoffe nicht den Tod. So. Ah. Ah.
So, wo ist denn der blöde Mech da? Nicht da. Irgendwie gefühlt. So, jetzt schnell hier. Up, rüber, runter. Er war nicht da, das ist gut. Oh Gott, warte. Okay, der ist da. Dann gehen wir jetzt darüber. Ja, das Problem ist halt, es gibt hier nicht wirklich viel. Es gibt hier ein paar Teile, also die sind halt 6, 7 Schränke. Und das war's. 6. Aber oh, da könnten halt auch noch vernünftige Waffen drin sein. Ne? So, also fangen wir an. Obwohl, warte, 6 hatte ich gesagt, das können wir eigentlich die hier zerlegen. Das ist ja ein 6er Deck. Eigentlich gebackt für die Airdrops. Ein Geigerzähler, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn brauche. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ne? Also. 9 mm, die nehmen wir auf jeden Fall, weil das sind meine, die brauche ich. Also genau. Für meine Waffe. Ein Waffenreparaturset, geil. Aber ansonsten hat sich das bis jetzt hier gar nicht gelohnt, ne? Ist es jetzt tatsächlich was, was mich ein bisschen... Ja, egal. Okay, hier haben wir halt nicht so viel drin gehabt. Nee, hat sich tatsächlich nicht gelohnt. Also, ja, was heißt nicht gelohnt? Wir haben Waffenreparaturset oder Reinigungsset, das hat, ne, geht schon. Aber, oh geil. Dafür ist da ein M1 drin. Irgendwo hier so mitten random in der Kiste. Hätte ich nicht mit gerechnet. Bestimmt erst geliefert worden gerade oder so. War noch in der Kiste und nicht bereit zum Auspacken. So, da ist auch nichts. Schade. Aber okay, die M1, ne? Da haben wir auch ein paar Laderahmen für gehabt. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Und da liegt ein würziger Fleischsnack. Yep, sag ich ja. Ich hab ihn gesehen. Im Regal liegend. Ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt wirklich irgendwann mit reinkommt, dass man die Mechs auch hacken kann und sowas. Sollte ja mal angeblich reinkommen. Genauso wie angeblich ja das Tierzähmen mal reinkommen sollte. Ich hätte es gefeiert. Bis jetzt ist es leider nicht so der Fall. Der Beastmaster. Weil ich hätte schon ganz gern, weiß ich nicht, so ein Wolf als Wachhund oder sowas. Oder ein Wolf, der mit mir zusammen rumläuft. Oder solche Sachen. Das wäre doch schon mal Nettes gewesen. Man kann im Übrigen... Okay. Moment, wieso kann man hier... Die Teile... durchsuchen. Okay. Ja, also wenn man die durchsuchen kann, ist das natürlich geil. Aber das Problem ist halt... Ja, da stehen noch ein paar. Kann man die auch durchsuchen? Kubanische Zigarre, Wasser? Nee. Nee. So. Uah. Der will mich exekutieren. Exekutieren, genau. Blödes Vieh, warum hat er mich jetzt gesehen? Ich will das doch nicht. Ich wollte doch nur kurz hier. So.
Mann, ich wollte doch nur kurz die Teile hier durchgucken in der Hoffnung und so, aber... Nein. Okay, einer von den beiden hat mich also gesehen, müssen wir aufpassen. Nehmen wir die Kettensäge noch mit und die Axt. Nee, ich glaube nicht, das ist... Erstens kriegen wir die nicht in den Sack. Rucksack meine ich natürlich. Und zum anderen... Dürfte das auch zu schwer werden mittlerweile. So. Ein Skalpell. Okay. Gut. Und hier ist auch nichts mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt hier raus und hüpfen da mal kurz rüber. Das hat gut funktioniert. Oh Gott, ey, ich hoffe jetzt nur, dass uns jetzt da drin irgendwie kein Springer einen Strich durch die Rechnung macht. Ich möchte einfach nur nach oben raus und weg. Also das ist eigentlich so die Route, die ich ja bis jetzt immer gelaufen bin, für die Leute, die es ja mitbekommen haben. Eigentlich immer nur da lang, weil alles andere lohnt sich halt. Nee, ich weiß nicht, ob es sich lohnt oder nicht, aber das ist so die safeste Route, glaube ich, gewesen. Oh, warte. Wir könnten natürlich auch mal kurz hier gucken. Oh. Ich glaube, der sieht uns. Gleich. Vielleicht. Oh, mehr wie sterben können wir nicht, oder wie war das, ne? Ah. Drayter, der Drayt. Dann nehmen wir den hier nochmal. So, auch nicht. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt hier oben nochmal durch. Und dann sind wir schon fast am Auto. So, warte, da war nichts, da ist nichts. Und da auch nicht. Und da. So, von hier aus müssen wir jetzt nur noch gucken, dass wir ans Auto kommen. Und dann hätten wir das für heute schon geschafft. Upp. So, einfach laufen, vielleicht. Wenn irgendeiner schreit und schießt, einfach zickzack laufen. Aber auch das tut er ja nicht. Also wir sind heute, finde ich, ganz gut rausgekommen. Ab durch die Mitte oder so. Gut, ganz ehrlich, das Ding schmeißen wir jetzt hier oben in Rucksäcke rein. Und jetzt sortieren wir dann beim nächsten Anlaufspunkt. Und ich würde sagen, nun gib Yumi hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder so. Ja, ich werde das Auto gleich hier irgendwo in die Seite stellen. Und ja, hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wäre schön, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr mir einen Daumen da lassen. Oder halt ein Abo, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in die neue Woche. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen zur nächsten Folge. Bis dahin, sage ich erstmal ciao. Der Falli.